sie können es einfach nicht lassen. Der Social-Media-Zoff von Boris Becker, 50, und Oliver Pocher, 40, geht in eine neue Runde. Auf Twitter reagierte der ehemalige Tennisstar wütend auf ein zuvor veröffentlichtes Posting Pochers, wie der Stern berichtet. In Beckers Tweet heißt es: Schwierige Kindheit, Jehovas, kleinwüchsig, arbeitslos, eigene Kinder in Amerika, kämpft vor deutschen Gerichten um weniger Unterhaltszahlungen, leere Hallen echt umgelaufen. Zwar wird Pochers Name nicht genannt, doch liegt der Verdacht nahe, dass Beckers Wutweht sich an seinen Erzrivalen richtet. Pochers Eltern gehörten den Zeugen Jehovas an, er selbst streitet mit seiner in den USA lebenden Ex-Frau und Beckers Ex-Verlobter, Alessandra Sandy Meyer-Wölden, 35, um das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für die drei gemeinsamen Kinder. Boris Becker hat den Tweet inzwischen gelöscht. Die Vorgeschichte 3. Vorausgegangen waren dem Streit Äußerungen Pochers über das Eheaus von Boris und Lilly Becker, 41. In einem Interview mit RTL sagte Oliver Pocher unter anderem: Die sind halt sehr impulsiv. Außerdem machte er sich auf Instagram über das Ende der Beziehung lustig. Nachdem Becker am Wochenende der Bekanntgabe seiner Trennung ein Foto von sich vor dem Eiffelturm in Paris postete, legte Pocher mit einem Post in ähnlicher Pose nach, schrieb dazu: Statt der Ex-Liebe. Es folgte ein erboster Tweet von Becker, in dem er wütete: Halte einfach deine Klappe und kümmere dich um deine eigene Familiengeschichte, kompliziert genug, anstatt unqualifiziert daher zu reden, fällt dir wohl schwer. Pochers Reaktion: Ein an Becker gerichteter Hassbrief in epischer Länge, den der 40-Jährige auf Facebook veröffentlichte. Unter anderem heißt es darin: Die interessanten Fakten deines Lebens, wie man Z. BK 60 Millionen Euro Forderungen gegen sich einspielt, teilst du ungern? Indirekt habe ich es aber erfahren, wie die Nummer läuft. Da mein bester Freund, auf der Gläubigerliste ganz hinten mit 100.000 Euro, selbst Opfer deiner Machenschaften geworden ist. Die Nummer läuft ganz einfach, du bist schon seit Jahren einfach pleite. Lieber Boris, da ich ja in meinem aktuellen Solo-Programm, aus dem Leben einer Social-Media-Bitch, nicht mit dem Leben. Und dann platzte die Bombe letztes Jahr: Du bist auch offiziell pleite und kannst nichts mehr zurückzahlen, bist aber auch noch so dreist, zu lügen und zu erzählen, du bekommst noch 100.000 Euro. Ob Beckers Tweet an dem Comedian abprallt oder der den Ball zurückspielt? Vermutlich ist dieser Streit noch nicht zu Ende.